Wir wollen jetzt aber von London wieder nach Brüssel gehen. Dort ist mein Kollege Jan-Christoph Nüse wieder mit EU-Politikern und ist ja für uns die ganze Zeit dabei, Reaktionen einzufangen. Ja, also alle Gespräche, die wir führen, mit wenigen Ausnahmen, sind Gespräche mit Politikern, führenden Politikern hier, die wesentlich enttäuschter sind, als sie es eigentlich zugeben. Jemand, die da sehr offen ist, ist Rebecca Harms, die Fraktionschefin der Grünen. Frau Harms, Sie haben heute Morgen gesagt, Sie sind den Tränen nahe gewesen. Und wenn ich das persönlich sagen darf, ich hatte das Gefühl, das waren Sie wirklich auch. Also ich habe heute Morgen mit meinen britischen Kolleginnen telefoniert und die waren wirklich am Heulen. Das ist auch kein Wunder. Weil diese Entscheidung ist eben für Großbritannien sehr traurig, stellt dieses Land vor unglaubliche Herausforderungen, weil die Abstimmung ja auch jetzt erstmal in eine Polarisierung geführt hat und in eine harte Polarisierung in der Gesellschaft geführt hat, wie wir sie ganz selten so gesehen haben. Und für uns, die wir immer davon überzeugt waren, dass Europa, die Europäische Union, die richtige Antwort ist auf eigentlich alle großen Zukunftsherausforderungen, stellt sich jetzt eben die Frage, was bedeutet das für den Rest des Kontinentes, weil die Polarisierung zu diesem Thema EU und wie die EU heute ist und wie sie sein könnte, die Polarisierung, die sehen wir ja auch in anderen Ländern. Ja, das ist die Phase des Nachdenkens, die viele fordern. Es gibt aber auch natürlich die Phase der pragmatischen Politik. Das ist ja in Brüssel eigentlich der Standard. Martin Schulz zum Beispiel hat erstes heute Morgen gesagt, britische Entscheidung, es gäbe keinen Grund für eine Kettenreaktion, denn schließlich die Briten würden ja sehen, was die Märkte mit ihrem Pfund machen und das würde in anderen Ländern die Leute schon abschrecken, Referenden zu fordern. Sehen Sie das auch so? Also diese ganze Argumentation um den wirtschaftlichen Niedergang, die spielte ja eine Rolle in dem Referendum, in der Kampagne, die hat da nicht gezogen. Und ich weiß nicht, ob man mit einer Negativkampagne oder Negativargumenten die EU zusammenhalten kann. Ich glaube, wir müssen positiv überzeugen und ich glaube, wir müssen an einigen Punkten, die wir immer genauer sehen, auch ansetzen. Also wenn es wachsende Zukunftsängste gibt, wenn es eine tief sitzende Verunsicherung in großen Teilen der europäischen Bürger gibt, dann müssen wir fragen, woher das kommt und was wir gemeinsam dagegen tun können. Also ich finde, dass die EU mit positiven Orientierungen immer funktioniert hat und dass wir auch jetzt aus Sorgen und Befürchtungen eigentlich ein positives Projekt machen müssen. Ja. Das ist die Forderung nach einem Inhalt, nach einer Debatte für die Rechtspopulisten. Auch hier im Parlament ist das natürlich überhaupt keine Forderung. Die Niederländer um Wilders haben schon gesagt, Referendum aus Frankreich, Front National ist zu hören. Wir fordern ein Referendum. Ich hatte gerade Gelegenheit, mit Frau von Storch zu sprechen für die AfD. Die sagt auch, ein Referendum in Deutschland sei die Forderung der Stunde. Sehen Sie das auch so? Also wenn es in Deutschland zu einem solchen Referendum kommt, dann würde ich mich dafür überhaupt nicht fürchten, weil ich glaube, in Sachen Europäische Union, da wissen die Deutschen, dass wir über die Europäische Union erreicht haben, dass wir wieder Teil einer internationalen Gemeinschaft geworden sind. Wir Deutsche wissen sehr genau, was wir verlieren. Wenn man 1958 die Völker gefragt hätte, ob sie mit den Deutschen in einen Club gehen, hätte wahrscheinlich keiner dafür gestimmt. Aber die Völker sind ja mit uns in einen Club gegangen und ich erinnere daran, dass vor einigen Jahren es ein polnischer Außenminister war, der gesagt hat, früher hatten wir Angst, dass die Deutschen führen, heute fürchten wir uns dafür, dass die Deutschen ihre Rolle in der Europäischen Union nicht gut genug spielen. Also Frau von Storch soll damit kommen. Vor Frau von Storch müssen sich diejenigen, die wissen, was wir in Deutschland dank der Europäischen Union erreicht haben, nicht fürchten. Frau Harms, erstmal vielen Dank für das Gespräch.
So, und das war eine der ersten Stellungnahmen aus Brüssel. Wir erwarten weitere 9.30 Uhr, 9.45 Uhr dem Präsidenten des Europäischen Parlaments nach dem Gespräch mit den Fraktionschefs, das heute Morgen um 8 Uhr bereits geführt worden ist. Und dann eben 10.30 Uhr die europäischen Institutionen, die sich treffen und vielleicht gegen 11.30 Uhr eine Pressekonferenz geben. Also die Kommission, das Parlament, der Europäische Rat, die Vertretung der Mitgliedsländer und die niederländische Präsidentschaft in der Europäischen Union momentan in Gestalt von Premierminister Mark Rutte. Also der Vormittag bereits mit Statements zum zukünftigen Verhalten der europäischen Institutionen und zu der Art, wie man das Ergebnis in Großbritannien einschätzt.